Guten Abend, meine Damen und Herren. Die russischen Truppen haben ihre Angriffe auf die Aufständischen in Tschetschenien heute massiv verstärkt. Die Kämpfe nähern sich immer mehr der Hauptstadt Grosny, die inzwischen von drei Seiten eingeschlossen ist. Nach einem Angriff in der vergangenen Nacht wurde am Abend das Zentrum Grosnys offenbar erneut bombardiert. In der Stadt waren starke Explosionen zu hören. Danach fiel der regionale Fernsehsender aus. Über Schäden oder Opfer liegen noch keine Angaben vor. Das sind keine Bilder aus Grosny, sondern aus Moskau heute Mittag. Seit dem Krieg in Tschetschenien sind auch in Moskau Straßen Soldaten aufgezogen, aus Furcht vor Anschlägen tschetschenischer Terroristen. Der Panzer neben den Polizeiautos die tägliche Erinnerung der Moskauer an den Krieg im Kaukasus. Die Meldungen, die hier aus Grosny kommen, sind nur bruchstückhaft und oft widersprüchlich. Die ersten Bilder von heute zeigten eine durchaus gelassene Atmosphäre. In der Nacht sollen zwei Bomben niedergegangen sein, doch sie haben, so heißt es, keinen größeren Schaden angerichtet. Heute Abend soll es einen weiteren Luftangriff gegeben haben, aber Bilder davon gibt es noch nicht. Unter schwerem Bombardement, das ist sicher, lagen in der Nacht zu heute zwei Dörfer nördlich von Grosny. Hier setzten die Russen auch schwere Kampfhubschrauber und Raketenwerfer ein. Auch den ganzen Tag über tobten hier in der Nähe erbitterte Kämpfe. Über die Zahl der Opfer schweigen sich beide Seiten aus, wohl um die eigenen Leute nicht zu demoralisieren. Gegen Abend setzten rund um Grosny schwere Schneefälle ein. Die russische Offensive, so heißt es, sei erst einmal zum Stehen gekommen. Die Kämpfe hätten den Charakter eines Stellungskriegs angenommen. Die Menschen in Grosny jedenfalls hoffen auf eine ruhige Nacht. Doch diese Hoffnung scheint nach dem jüngsten Luftangriff vergeblich.